Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent beziehungsweise Scharfschütze. In der letzten Folge habe ich euch ja ein paar Gefährtengespräche von ha aber ein paar Gefährtengespräche mit HK geführt. Ach, ich muss mich erstmal hinsetzen. Und dann habe ich euch nochmal gezeigt, dass wir wie man Tweak holen kann. Aber ich habe euch vergessen zu zeigen, dass man den, wenn man ihn einmal hat, nicht, natürlich nicht doppelt machen kann. Kann ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Also hier seht ihr, ich hab's ja hier. Wenn ich es jetzt nochmal ausführen will, dann kommt leider durchführt sich die Voraussetzung für diese Mission. Aber das Ding ist trotzdem weg. Ja, hier steht, dass ich sitze, aber ich sitze nicht. Egal. Guck mal, jetzt die ganz normalen Sitzleiste. Jetzt habe ich noch 3.555 Kartellmünzen. Ich muss mir irgendeinen Blödsinn noch kaufen. Oh, kaufen, kaufen, kaufen. Ja, ich nehme erstmal Oricon an. Sprich mit die 5 F2 bei der Flotte. Okay. So, da bin ich dann auch. Musste schnell noch hinfahren, weil ich gerade irgendwie aus irgendeinem Grund nicht hier gelandet bin, sondern woanders. So, ich jetzt kann ich mal wieder zu. Wichtige Nachricht geht ein. Bitte Hier ist warten. die Com-Kontrolle. Hier ist die Com. Wir haben eine eingehende Nachricht von Bescheuert. Darth Marr. Wir können keine Unterlagen über euch finden, aber der Computer meint, dass ihr berechtigt seid, sie zu empfangen. Ja. Stellt sie durch und löscht jede Spur aus dem Com-Logbuch. Kann irgendwie sein, dass ich komisch klinge? Ich habe nur wenig Zeit, also bitte ich euch zuzuhören. Ja, klar. In der letzten Zeit haben zu viele Verräter versucht, an die Macht zu kommen. Das Malgus Truppen sind Geschichte, nicht aber die Schreckensmeister. Seit ihr sie auf Belsavis befreit habt, treibt sie ihr Wahnsinn zu immer neuen Eroberungen an. Einen von ihnen konnten wir auf Darwanis vernichten. Doch 5 sind noch übrig. Ich nehme an, dass sich etwas geändert hat. Sie waren die Günstlinge des Imperators. Aber sie haben Furcht mehr geschätzt als das Imperium. Jetzt haben wir ihre Festung auf Oricon, einem abgelegenen Mond, gefunden. Warum Oricon? Warum jetzt? Besteht die starke Chance, dass sie aufgeben? Da wartet ich mit dem Angriff. Wenn wir bereits wissen, wo sie sind, sollten wir diesen Mond einfach in Schutt und Asche legen. Oder hat sich die Lage bereits verschlechtert? Die Republik hat noch vor uns zugeschlagen. Sie haben eine ganze Flotte nach Oricon geschickt. Doch gegen den Terror und Wahnsinn der Schreckensmeister waren sie chancenlos. Danach kamen unsere Streitkräfte. Eine schnelle Angriffseinheit, geführt von einem Lord Hargreth. Auf ausdrücklichen Wunsch von Darth Rictus. Hargreth ist ein Angeber und Sadist. Aber er kennt unseren Feind. Er glaubte, dass er und seine Akolyten unsere Truppen vor den Schreckensmeistern abschirmen könnten. Lass mich raten. Er lag falsch. Gibt es Hintergrundinformationen zu Hargreth? Man hätte mich informieren sollen. Warum habe ich den Verdacht, dass sich Hargreth übernommen hat? Ich habe nichts mehr von Hargreth gehört, seit seine Schiffe vor 12 Stunden das System erreicht haben. Entweder wurden seine Truppen vernichtet, oder er hat uns verraten. So oder so. Die Schreckensmeister werden eine Schwäche darin sehen und einen Gegenangriff starten. Ich kann keine Einheiten entbehren. Ihr seid unsere letzte Hoffnung, sie aufzuhalten. Dann halt mich nicht länger auf. Was verlangt ihr von mir? Ich bin nicht euer persönlicher Schläger. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Ich habe die Schreckensmeister befreit. Gedankt haben sie mir dafür nie. Warum sollte ich nicht auch diejenige sein, die sie aufhält? Selbst ihr könnt die Meister nicht eigenhändig besiegen. Doch wenn ihr es schafft, Oricon zu erreichen, findet ihr vielleicht den Rest von Hargreaves Truppen, wenn alle Stricke reißen sollten. Versucht uns so viele Details über die Stärke der Schreckensmeister zu übermitteln, wie ihr könnt. So können wir unsere Verluste vielleicht auf einzelne Sektoren begrenzen. Okay. Nun gut. Leitet mir jegliche Informationen weiter, die ihr habt, und wartet auf meine Meldung. Shit.
Benutze dein Schiff nach ungegrenzt zur Reinigung. Habe ich gerade Credits bekommen? Oh. Ich habe gerade aus irgendeinem Grund Credits bekommen. Also in dem Grund, der mir nicht bekannt ist. So. Ich war ganz kurz ein Schnitt, bis ich auf meinem Schiff bin, weil ich nämlich noch was verkaufen will. So, das ist wieder auf dem Schiff. Ich denke mal, jetzt aber kann man Theos wirklich nicht mehr machen. Ich werde später mal versuchen, mit zum Planeten zu reisen, weil ich habe dadurch gesehen, dass da irgendwie eine Videosequenz war, aber ich hatte Angst, dass es jetzt wirklich der Start war. Deswegen. So, ich wollte schon sagen. Horikon war, glaube ich, hier oben. Genau. Nutzt das Holoterminal deines Schiffs. Achso. Da sag ich ja, es kommt eine Anflugsequenz. Der Mond wird stark verteidigt. Wir können den Boden ansteuern, aber dort ist das Schiff verwundbar. Setzt mich mit einem Landesignal ab und fliegt das Schiff dann aus dem Orbit. Ich aktiviere das Signal, wenn es Zeit für den Aufbruch ist. Horikon. So, das ist verloren auf Horikon. Jetzt wollte ich euch unbedingt mal was zeigen. Ihr seht da hinten dieses abgestürzte Schiff, wenn ich mir mal das Jetpack dafür habe. Ja, genau. Wenn man jetzt sich geschickt anstellt, kann man... Nee, von hier aus nicht. Von hier zum Jetpack, zu dem Teil da kommen. Nicht zum Jetpack kommen, zu dem Teil. Genau so. Heilt euch aber... Okay, es geht nicht. Ja, ihr könnt euch ja mal versuchen, wenn ihr Abonnent seid, da aber wieder zu beleben. Ich werde es jetzt nicht machen. weil ich weiß, dass es nicht klappen wird. Ich habe jetzt keinen Bock, die Folge unnötig in die Länge zu ziehen, indem ich mich jetzt schon töten lasse. Hallo, Ladebildschirm. Ich war doch gerade schon an der Scheißbasis. Okay. Jetzt haben wir hier PvP. Oh. Oh, ich hatte PvP-Quest aktiv. Wusste ich gar nicht. Hier ist ein Gleiter. Ihr kommt viel zu spät. Wenn Eukons Sonne sich das nächste Mal erhebt, werden eure Welten brennen. Okay, man kann den Gleiter aber noch nicht nutzen. Also damals konnte man den nutzen, wenn man die Operation machen musste. Anscheinend kann man den jetzt aber nicht nutzen. Okay. Wir sprechen erst. Oh Gott, ich bin der Einzige auf Horikon. Ach du Scheiße, das wird ja spaßig. Immerhin, da kann mir keiner die Sachen beklauen. Sprechen wir jetzt mal mit Lord Hargreff. Maya Vix. Die muss über Vix. Drei weitere Verluste, mein Sith Lord. Zwei Kommandos hatten eine Messerstecherei. Wohl aufgrund einer durch Halluzinationen verursachten Psychose. Und Major Strix ist aus dem Lager geflohen. Wie dumm! Messer! Sie können sich nicht einmal davon zurückhalten, sich wie Braten aufzuschneiden. Es tut mir leid. Ich weiß, was Sie gesehen haben. Ich kann die Schreckensmeister spüren. Ich kann sie behindern, doch nicht alles aufhalten. Es tut mir so leid, Maya. Seid ihr Lord Hargreff? Darth Mar bat mich, euch aufzusuchen. Was? Wir sind die Überreste des Einsatztrupps, ja. Ihr müsst uns vergeben. Lord Hargreff schützt unseren Geist gegen die Schreckensmeister... Doch er zahlt einen hohen Preis. Erstattet mir Bericht. Ihr scheint aufgewühlt, Hargreff. Ich habe jetzt das Kommando. Gibt es noch funktionsfähige Schiffe? Was ist euer aktuelles Ziel? Momentan? Am Leben zu bleiben. Neben ihrer mentalen Dominanz und ihren Orbitalwaffen ist es den Schreckensmeistern auch gelungen, unsere Schiffe zu zerstören. Die Überlebenden haben sich hier versammelt. Wir hatten die Hoffnung, einen finalen Schlag gegen die Festung der Schreckensmeister zu führen, doch die Furchtwache hat uns festgenagelt. Wir brauchen keine Feuerkraft. Wir brauchen Leute, um auszubrechen. Gibt es noch andere Überlebende, die euch unterstützen könnten, mit denen ihr euren Vorstoß durchführen könnt? Die Republik. Auch sie schickte Soldaten nach Horikon. Ich kann sie spüren. Gefangen und voller Angst. Wir werden sie zwingen, uns zu dienen. Kümmert euch ihre Angst. Etwas Besseres fällt euch nicht ein? Dann sollte es auch nicht schwer sein, sie auf unsere Seite zu bringen.
Immerhin haben wir denselben Feind. Es ist das reinste Gemetzel da draußen. Die Furchtwache hat Maschinen. Genug, um Kleinholz aus unserer Aufklärung zu machen. Wie viel Zeit bleibt uns, bis wir überrannt werden? Bestenfalls Stunden. Alles klar. Ich werde euch so gut ich kann gegen den Wahnsinn schützen. Bringt uns die Soldaten, die wir zum Überleben brauchen. Okay. Ich brauche mehr als nur ein paar Stunden, das wisst ihr schon. Wow, Credits und 4 gewinne ich da. Ja, wähle eine Belohnung. Das ist eine ziemlich schwierige Entscheidung. Nehme ich die Datenkristalle oder nehme ich die Datenkristalle? Ich glaube, ich nehme mal die Datenkristalle. Aha. Kann man nicht diese Quests zwischendurch aufgeben? Ja, kann man. Nee. Möchte ich aber jetzt gerade nicht. Gegner, die ersten Gegner auf dem Planeten. Du hast die Schergen des Weißes entdeckt. Ach so, ich dachte, es gibt gar keine Bereichsquests mehr. Und auch noch welche. Was, 50 Gegner? Wollt ihr mich das ist eine Bereichsquest. Oder gehört die zu einer Quest dazu? Ne, die gehört nicht dazu, okay. Wir werden eure Furcht schmecken. Kurzer Schnipp, bis gleich. So, da hat gerade wieder jemand reingerufen. Finde ich wieder sehr toll. Ich hab doch gesagt, dass ich aufhebe. Keiner will mir zuhören. Hat jemand angeschrieben? Jetzt aber irgendwie habe ich Stimme im Kopf. Oh, ich hoffe, das hört jetzt nicht. Ja, mein Opa war bei mir. Hat mich besucht. So, 7 von 50 aber ja. Immerhin, es geht voran. Aber ich bin einzig auf diesem Planeten, ey. Das wird ja ein Spaß. Diese Soldaten sind verloren. Unsere Altträume. Nee. Nehme ich über die hier. Hier habe ich mehr von. Von mehr Gegner hat man ja mehr. Haha. So. Den öffnen. Glaubt ihr, diese Verbündeten verleihen euch Stärke? Natürlich. Sie machen euch nur schwach. Natürlich verleihen die mir Stärke, die sind ziemlich geil. Auch das auf Kleinvieh macht Mist. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, auch Kleinvieh macht Mist. Ich kenne mich. Ihr, diese Verbündeten verleihen euch Stärke. Ja, hab ich doch gerade eben schon gesagt. Hör doch mal zu. Ist Undertale schon wieder da? Ja, ist wieder da. Durch das ist das einzige gemacht. Drückt das jetzt auch. Kehre zu Undertale zurück. Das Problem ist aber, man muss halt ja jedes Mal wieder zurückgehen. Wenn ihr das einmal abgeschlossen habt, den ganzen Scheiß, dann könnt ihr das. Ja, ich hab's gehört. Dann könnt ihr das übrigens auch alles zusammen einmal machen. Weil das sind dann Dailies. Aber die Folge ist schon ziemlich lang, aber ich gebe das jetzt ab. Dauert ja hoffentlich nicht so lange. Einst hielt ich mich für ein Monstrum. Ich spielte in Strömen aus Blut und lachte über das ängstliche Zittern der Unschuldigen. Doch als ich in Kontakt mit den Schreckensmeistern kam, erkannte ich, dass meine Dunkelheit nur ein Schatten wahrer Verkommenheit war. Und deshalb sollen wir euch vertrauen? Weil ihr erleuchtet wurdet? Vielleicht möchtet ihr lieber aufs Feld zurückkehren, um euch den Schädel spalten zu lassen. Besser als für entartete Sith zu arbeiten. Fügt euch, ihr habt keine Wahl. Wir haben beide dasselbe Ziel. Fürchtet nicht die Schreckensmeister. Fürchtet mich. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ihr werdet marschieren, weil ich es so will. Ihr werdet auf unsere Feinde feuern, weil die Alternative undenkbar ist. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Ja, ich verstehe. Ich wollte ja auch mal wieder böse nehmen. Ich bewundere euren Charme. Was ihr da gesagt habt. Es war die Wahrheit.
Ich habe in den Schreckensmeistern das Geschwür gesehen. Und so meine eigene Krankheit erkannt. Ich will hier nicht stören, aber wir sollten jetzt besprechen, wie wir die Festung der Schreckensmeister stürmen. Noch nicht. Ich fühle Schmerz, Furcht und Tod in der Nähe. Zwei Mächte außerhalb der Festungsmauern kommen auf uns zu. Mehr sehe ich nicht. Ich sehe mich um. Macht euch bereit. Interessant, erleuchtet der Sith. Das ist ganz schön vage. Bleibt hier und schirmt uns vor der Macht der Schreckensmeister ab. Während ihr eine Strategie für die Festung ausarbeitet, fange ich ab, was auch immer da draußen auf uns wartet. Wir danken euch. Und wir werden bereit sein. Meine scheiß Schuhe. Oh, Ruf. Oh, Rufhändler. Ich werde hier über das K.O. Sie ist so teuer. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Doch, ich finde überall bessere Angebote. Ich finde überall, wo ich welche suche, sind hier eigentlich noch die alten da bestimmt auch nicht. Endlich. Nein, fick dich, das ist ein 50er Planet, Alter. Warum stellen die hier solche 60er Händler hin? Finde ich echt blöd, ehrlich gesagt. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Warte. Wo ist der andere? Ist der noch irgendwo drin? Ne, das ist der. Das ist der einzige Rufhändler hier. Egal. So, nächste Quest. Samen der Furcht. Zerstöre die Terraformgeräte. Terraformgeräte. Was sind bitte Terraformgeräte? Kann man ehrlich gesagt keine besseren Namen dafür finden? Was zur Hölle sind Terraformgeräte, ey? Wir werden es gleich sehen. Dass sie sich immer neue Wörter ausdenken müssen. Bitte nicht da. Ich war doch gar nicht. Ich war doch wohl eindeutig drauf. Was ist das? Ach so, dieses komische Vieh. Was nicht, was kein Vieh ist. Dieses komische Vieh, was kein Vieh ist. Ihr wisst hoffentlich alle, was ich meine. Atmet die Spuren. Euer Geist in einem perfekten Magnetfeld erzittert. Ja. Ist noch einer. Unsere Geräte transformieren Welten, fertig. So dass selbst der Boden Furcht verströmt. Primitive biologische Instinkte. Ich habe Oikon gibt es übrigens auch noch mehrere Wissensobjekte. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Ich weiß gar nicht, ob ich auch eigentlich auch diese Teile von der Republik einsammeln kann. Weil der Planet ist nämlich auch für Republik zugänglich, natürlich. Und auch derselbe Planet, also ist nicht so getrennt wie Taris zum Beispiel oder Bemora. Ach, komm ich wieder hoch? So. Mit Gewalt geht alles. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gemerkt, dass ich nicht mal so schlecht rede. Sieht daran, dass mittlerweile. Kann man nicht auf den Ast da drauf springen? Ja. Geil. Weil es mittlerweile weggeht. Zumindest treffe ich gerade zwei. Ich dachte, ich treffe nur einen. Hätte mich ehrlich gesagt gar nicht gewundert, wenn ich nur einen getroffen hätte. Ich glaube sogar diese Bonus, die ist sogar eine Daily. Ja, hat sie gerade ohne Waffe geschossen? Wie zum Teufel geht das? Oh Gott, ich bin der Einzige auf dem scheiß Planeten, ey. Warte, kann ich die Gegner in die Lava schubsen? Bitte, bitte, bitte. Ja! Ey, ich krieg Schaden. Krieg Schaden. Achso, sie ist jetzt noch nicht richtig drin. Ihr kriegt der Schaden. Ihr seht ja, ihr kriegt Schaden. Hier. Steht zwar nicht da, aber ihr kriegt Schaden. Und ich leider nicht so viel. Da. So.
fuck. Hier ist ja ein starker. Ich weiß gar nicht, ob er bei den anderen Teilen auch schon starker Gegner war. Aber oh, scheiße, wir sind schon bei 20 Minuten. Ey, ich muss die Folge beenden. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Zur nächsten Folge. Scheiße. Ciao.